Stefan Brandner, Vorsitzender des Bundestagsrechtsausschusses, soll diesen Posten aufgeben, fordern jetzt zahlreiche Politiker. Anlass für die Empörung ist eine umstrittene Twitter-Botschaft des AfD-Politikers. Auf AfD-kritische Äußerungen des Rockmusikers Udo Lindenberg, der kürzlich das Bundesverdienstkreuz erhielt, hatte Brandner laut Handelsblatt getwittert: Klar, warum der gegen uns sabbert, sabbern muss, und fügte einem Artikel der Verleihung den Hashtag Judaslohn hinzu. Die FDP wirft Brandner vor, ganz bewusst mit antisemitischen Begriffen zu spielen. CSU, SPD und der Anwaltsverein fordern Konsequenzen.